Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fidelity. Heute möchte ich mit euch einen Rundgang machen über die Norddeutschen HiFi-Tage. Norddeutsche HiFi-Tage schon wieder, fragt ihr euch? Wir waren ja letztes Jahr im August zuletzt auf den Norddeutschen HiFi-Tagen, damals noch mit einem eigenen Raum. Und jetzt im Februar schon wieder. Nein, die Norddeutschen HiFi-Tage sind jetzt nicht halbjährlich, sondern wir sind jetzt wieder in dem eigentlichen Turnus. Die haben nämlich früher immer im Februar stattgefunden und durch Corona ist das Ganze ein bisschen durcheinander gekommen. Außerdem hatten sie noch das Hotel wechseln müssen, waren nach dem Holiday Inn im Lindner gelandet und heute sind wir hier in Treudelberg. Wir hoffen, dass der rege Zuspruch, den diese Messe hatte, gestern am Samstag war es brechend voll, heute ist es auch sehr beliebt, wie ihr im Hintergrund seht, durch dieses neue Hotel, beziehungsweise neu ist das Hotel ja nicht, aber durch diese neue Location für die Norddeutschen HiFi-Tage eine gesicherte Zukunft hat. Es sind nicht alle großen Namen hier, solche Firmen wie Bowers & Wilkins, die wir auch führen, sind leider nicht vertreten, aber dafür haben wir genügend spannende Sachen hier schon entdeckt und man hat ja auch die Möglichkeit mal sich auf neue Sachen einzulassen, die wir im Laden gar nicht führen. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal mit euch rum, für die Norddeutschen zu weit weg sind, haben wir dann hoffentlich einen kleinen Eindruck, was es hier alles zu sehen gibt. Also, kommt mit! Ich glaube, auf keiner High-End-Messe oder HiFi-Messe darf Transrotor fehlen. Die spektakulären Laufwerke kennt man ja schon seit vielen Jahren. Wir haben sie auch bei uns im Programm und es ist immer wieder toll, was die Firma Reke an Plattenspielern zur Verfügung hat. Audioreferenz, die haben ja immer krasse Auftritte mit diesen Wahnsinnsmarken, die die im Sortiment haben. Ich gucke mal, ob ich hier jemanden finde, den ich kenne, der uns vielleicht erzählen kann, was es hier Schönes zu sehen gibt. Also hier spielt gerade Wilson Audio. Hier seht ihr das Setup von Perlisten. Wir haben uns auch schon mit den Lautsprechern beschäftigt und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr da Interesse dran habt, dass wir die mal näher unter die Lupe nehmen. Übrigens gehört auch Velodyne zum Vertrieb von Audio Reference, die Subwoofer. Ist ja eine echt spezialisierte Marke auf Subwoofer. Erzählt doch mal in den Kommentaren oder schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von den Velodyne Subwoofern haltet. Da vorne sehe ich gerade Manso Mamagani stehen, der ist ja der Besitzer vom Audio Reference Vertrieb. Ich frage mal, ob er Zeit hat, uns ein paar Infos zu geben. Ja, hallo Manso, hallo. Schön dich hier zu treffen. Grüß dich, danke. Nett, dass du kurz vor der Kamera Zeit hast. Was mich interessiert ist, viele von den großen Anbietern sind ja gar nicht auf der Messe vertreten. Ja. Und du bist hier mit voller Mannschaft, wie immer. Was hast du für einen Eindruck? Also ich finde es sehr, sehr gut. Die Messe ist wie auch letztes Jahr in Harburg auch sehr gut gelungen. Also ich finde die Location sehr, sehr schön. Und ich war auch total positiv überrascht, dass das tatsächlich so viele Besucher hier sind. Und wir durften uns ja hier richtig schön präsentieren. Wir haben ja ein paar neue Marken im Vertrieb. Und das ist ganz toll. Also wir sind mit 6 Mann hier. Ich habe auch 2 Hersteller sogar hier. Der Inhaber von VTL, der Geschäftsführer von ECS ist hier. Ja, wir fühlen uns wohl und ich hoffe, dass es nächstes Jahr auch wieder stattfindet. Das hoffe ich auch. Also wir sind ja auch schon bei einigen Messen gewesen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist hier wirklich reger Betrieb, qualitativ hochwertig. Und es ist aber ein bisschen entspannter als noch zu Holiday Inn Zeiten. Also kann ich auf jeden Fall macht bestätigen. Macht richtig Spaß. Ja, definitiv. HiFi und High-End soll ja kein Stresstermin sein. Ne? Ja. Aber was mich natürlich noch interessiert, was gibt es Neues bei dir? Du bist ja so ein umtriebiger Typ, du hast ja immer Neuheiten. Was hast du Neues zu präsentieren? Also wir haben jetzt hier gerade von Wilson Audio den neuesten Lautsprecher, was seit Dezember 2022 auf den Markt gekommen ist, präsentieren wir.
hier, das ist der Alexia V, was wir dann hier mit in Verbindung mit VTL und VPI. Und unser Highlight ist natürlich dann der CS. Der CS haben wir jetzt seit einer Woche im Vertrieb und das werden wir jetzt richtig auf den Markt bringen und auch präsentieren. Nebenan haben wir auch nochmal die zweite Anlage aufgebaut. Die Firma Perlissen ist hier wahrscheinlich bekannt. Ja, natürlich. Und somit haben wir dann auch die zweite Anlage mit Dan D'Agostino und Perlissen Lautsprecher aufgestellt. Das Ganze ist natürlich bei uns mit Nordost verkabelt und alle Komponenten stehen dann auf Basso Continuo. Die Firma kennst du ja auch natürlich, die aus Italien, alles handgefertigte Racks. Also wir als Händler können natürlich nicht diese ganzen Marken, die im Vertrieb Audio Referenz sind, bei uns im Laden führen. Das geht platzmäßig nicht, das geht geldmäßig nicht. Aber da wir natürlich eine gewisse räumliche Nähe haben, kann ich nur sagen, Firma Audio Referenz ist immer extrem hilfsbereit, extrem kundenorientiert. Also wenn Interesse besteht, gerne auch bei uns melden. Wir vermitteln dann entweder etwas oder wir organisieren selber eine Vorführung. Es sind so viele spannende Marken. Ich hatte eben schon die Velodyne Subwoofer angesprochen, wo du ja inzwischen Inhaber der Firma bist, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Perlissen ist tatsächlich etwas, was ganz gut zu uns passen könnte. Ja. Diesbezüglich sollten wir dann demnächst sprechen. Genau, da wollten wir uns gerne mal irgendwie näher mit beschäftigen und die Sachen vielleicht auch mal bei uns im Laden probieren. Und die anderen klangvollen Marken, die alle bei dir im Vertrieb sind, kennen natürlich viele schon, die sind nicht neu, aber auch da gibt es immer ja wieder neue Aspekte. Wir werden ganz oft gefragt, was wir an Raumakustik-Elementen bei uns im Laden verbaut haben. Das ist eigentlich fast ausschließlich Vikustik, kommt auch letztendlich von euch. Richtig, ja. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle vielen Dank auf jeden Fall. Danke dir. Ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Messe. Sehr gerne. Und wir sehen uns dann wieder. Sehr in bald. Hamburg, ne? Ja, also, sehr gerne. Bis danke. Dann. Tschüss, Manso, ciao. Tschüss. Hier unten im Erdgeschoss jagt ein Highlight schon das nächste. Ich habe da vorne Drabe entdeckt, die Plattenwaschmaschinen. Am Anfang habe ich eigentlich gedacht, das ist Schwachsinn, Plattenwaschmaschine. Aber wir haben halt auch eine bei uns im Laden in der Vorführung gehabt, beziehungsweise haben sie. Und das ist schon Wahnsinn, was man damit doch noch für einen Qualitätsvorteil aus seinen bestehenden Platten herausholt. Wir gehen mal hin, vielleicht haben die kurze Zeit für uns für eine Vorführung. Ja Leute, hier präsentiert der Chef noch selbst im doppelten Sinne. Uwe, du hast dieses Jahr eine Maschine mitgebracht, die beidseitig in einem Abwasch die Platten waschen bzw. reinigen kann. Ja. Zeig uns das doch mal. Danke, dass ich das vorführen darf. Der Nessie Vinyl Master ist ja seit vielen Jahren bekannt. Das ist jetzt der Nessie Vinyl Master Referenz. Unser Gerät, was beide Seiten gleichzeitig wäscht. Wir haben hier einen Wascharm und einen Saugarm auf der Unterseite der Platte. Deshalb auch keinen großen Plattenteller mehr. Die Platte wird aufgesetzt, mit einem Gewicht beschwert. Und dann wählt man sich aus dem Menü, man hat hier einen kleinen Bildschirm. Jetzt mit Display. Aus dem Menü wählt man sich ein Programm. Ich starte jetzt mal das Standardprogramm, das ist dieses Automatikprogramm. Man wird von dem Programm auch durch die Wäsche geführt. Und was wir jetzt oben sehen, das passiert analog genauso auf der Unterseite. Das heißt, die Flüssigkeit wird dosiert. Es wird mit Mikrofaserflies die Platte intensiv gereinigt. Jetzt die Flüssigkeit sozusagen in die Rille reingearbeitet. Das Prinzip ist also, dass sich die Verschmutzung in der Rille anlösen. Und wie er vom Vinylmaster bekannt, wird dann anschließend mit einer kräftigen Absaugung die Verschmutzung aus der Rille rausgezogen. Der ganze Vorgang dauert etwa 2 Minuten. Etwa 2 Minuten, genau. Also ich bin doppelt so schnell, als wenn ich die einfache Variante. Genau, man spart sozusagen die Hälfte der Zeit und kann die Schallplatte sofort hören oder in die Hülle schieben. Preislich liegt jetzt diese neue Variante bei 2.900 gegenüber der Einzelvariante? Einzelvariante 2.200. Die gibt es nach wie vor natürlich immer noch. Ist klar, okay. Ich kürze das jetzt einfach mal ab. Ja. Der bekannte Piepton, wenn das Saugen beginnen soll.
Und man hört jetzt hier das Absauggeräusch, was wirklich moderat ist. Ich kann ganz normal weitersprechen, mich weiter unterhalten. Und diese Trocknung funktioniert jetzt eben auch auf beiden Seiten. Und obwohl wir jetzt hier die doppelte Saugleistung haben, ist das immer noch ein gut erträgliches Geräusch. Hier wird übrigens in der Vinylmaster auch noch angezeigt, wenn der Tank mit dem Reinigungsmittel sich dem Ende nähert. Also das Display hat mehrere Funktionen. Es gab ja auch ursprünglich eine Vinylmaster ohne Display. Das genau. Ist jetzt ja so die aktuelle Variante. Genau, und das sagst du richtig. Also die Tanküberwachung ist auch ein neues Feature. Man weiß also immer genau, wann man nachfüllen muss oder entleeren muss, wie auch immer. Ja, und parallel weiterhin auch erhältlich ist die Vinyl Cleaner. Das ist die etwas günstigere Variante, die bei rund 1200 Euro startet und je nach Ausstattung bis 1600 Euro genau. Geht. Im Endeffekt reinigt die ja eigentlich genauso gut, ist nur nicht ganz so hoch automatisiert, wenn man genau. So will. Ne? Wir müssen dort einfach nach der Reinigung der ersten Seite einmal umdrehen, aber die Reinigungswirkung ist genau die gleiche. Ja, super. Herzlichen Dank, dass du es uns kurz gezeigt hast. Ja. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gute Geschäfte. Ja, das ganze Thema Schallplatte, Vinyl ist ungebrochen, erfreut sich höchster Beliebtheit, wie man auch hier sieht, die Präsenz. Torrents haben wir hier und auch Schallplatten kann man kaufen hier auf der Messe. Der Eintritt ist ja frei und insofern ist die Hemmschwelle hier mal am Samstag oder Sonntag vorbeizuschauen relativ gering. Wie man sieht, wird das auch sehr gut angenommen. Das Bild kenne ich noch, wie man eben halt die Plattenkisten schön durchstöbern kann. Und irgendwas ist immer dabei, was man gebrauchen kann. Hier übrigens auch noch mal Tonbandmaschinen. Das ist ja auch so eine Leidenschaft von mir, die ich schön finde. Aber die sind im Moment noch nicht wirklich wieder in der Renaissance. Die Hamburger Kollegen von Phonosophie haben sich auch wieder einen großen Raum gegönnt. Die legendären Shows von Ingo Hansen haben bestimmt auch schon einige von euch gesehen im Laufe der Jahre. Das soll es aus dem Erdgeschoss gewesen sein. Dann gehen wir jetzt mal eine Etage höher. Da warten noch einige Räume auf uns. Hier sind gleich zu meiner linken Canton MBL. Auf der rechten Seite sind die Räume, wo wir auch mitbeteiligt sind. Das ist vom 3H-Vertrieb, unter anderem mit Kord und Lüngendorf. Und dahinter IAD, unter anderem mit Lumen, Laxman, Westminster. Da laufen jetzt allerdings gerade die Shows. Es ist immer so, dass so alle 30 Minuten eine Präsentation anfängt. Oftmals haben die Vertriebe sogar mehrere Sachen gleichzeitig, die sie zeigen können. Im Wechsel zum Beispiel Lüngendorf und Kord Electronics. Ganz interessant. Ich habe mir das auch angeschaut und angehört. Es wurden Unterschiede zum Beispiel zwischen DAX präsentiert und man denkt gar nicht, was da doch hörbar ist. Es wird immer weiter getüftelt, es wird immer weiter verbessert, aber der Sound auf den HiFi-Tagen hier ist für meinen Geschmack insgesamt auf recht hohem Niveau. Also man kann gar nicht mal sagen, ja, hier ist der Raum nicht so gut oder die Anlage performt nicht so gut. Ich bin wirklich durch die Räume gegangen und musste überall feststellen, dass es recht gut gelungen ist, was die Hersteller dort anzubieten haben. Ich habe auch ein bisschen geschazamt, das heißt, ich habe mir wieder neue Sound- und Song-Ideen geholt. Also es war sehr inspirierend, muss ich wirklich sagen. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Thank you.
heißt, es ist natürlich gerade bei klassischer Musik sehr, sehr, ja, nicht schön, wenn ich mitten im Stück aufhöre, aber es geht nun mal nicht anders, weil der eine möchte Klassik, der andere möchte Jazz, der dritte Blues, der vierte Singer-Songwriter. Also ich versuche, kleine Häppchen zu spielen, damit sie einen ungefähren Eindruck gewinnen, was kann das System. Und wenn es ihnen grundsätzlich gefällt, also tendenziell, dann ist natürlich der richtige Weg, dann zu dem Händler zu gehen und sich das dort in Ruhe anzuhören. Also hier soll es nur so ein kleines Appetithäppchen sein und es kann in die eine oder die andere Richtung. Ich fange am besten mit einem A Cappella-Stück an, weil wie eine Violine oder eine Harfe oder so gerade klingt, das ist uns nicht so vertraut. Wohingegen die menschliche Stimme, die hören wir ja jeden Tag, da wissen wir ziemlich genau, wann ist sie natürlich, wann ist sie nicht natürlich. Deswegen fange ich mit dem A Cappella-Stück an und gehe dann am besten rüber zum Klavier, weil auch das ist etwas, was wir sehr, sehr schnell als nicht harmonisch oder falsch eingestellt wahrnehmen. Well, nothing but rain and thunder. Well, well, listen to my friends, I seem okay. MBL ist ja eigentlich ein alteingesessener deutscher Hersteller aus Berlin. Die sind aber gar nicht so präsent im deutschen Markt. In außereuropäischen Ländern, vorrangig in Asien, sind sie mega erfolgreich. Und wir sehen hier, dass die Nachfrage oder das Interesse auch hier auf dieser Messe groß ist. Wir haben MBL im Sortiment. Und ja, wenn es euch interessiert, kommt vorbei und schaut es euch an, hört es euch an. Ist auf jeden Fall etwas ganz, ganz Spannendes und Interessantes. Das sind die Gänge, wie ich sie auch aus dem Holiday Inn noch erinnere. Die Gänge, wo ich mich eigentlich immer verirrt habe. Ich wusste nie so recht, wo bin ich eigentlich, wo war ich schon, wo muss ich hin. Und es geht mir hier auch schon wieder so. Aber zum Glück habe ich ja Lukas mit dabei. Ja, Lehmann Audio hätten wir natürlich gerne geschaut. Haben wir natürlich auch bei uns im Laden, aber krankheitsbedingt leider nicht auf der Messe. Input Audio, Habes Audio, Creek, Parasound, ganz klangvolle Namen, englisches Hi-Fi. Wir gucken mal, was da abgeht. Schon ziemlich cool. Und oldschool, nicht jedermanns Sache, aber die, die es mögen, finden es geil. Hier haben wir zum Beispiel Phonar, ist ja ein norddeutscher Hersteller und ja, kennen wir auch schon relativ lange, haben wir aktuell nicht im Sortiment, bauen aber sehr vernünftige Sachen. Wir gucken mal rein. Standbox und Regalbox im Vergleich. Ihr seid hier bei Phonar, wir stellen auf den norddeutschen HiFi-Tagen aus und freuen uns jetzt immer zwei Modelle zu präsentieren, und zwar unsere neue kleine Referenz. Das ist nämlich die passive Veritas P9.2 Next. Die haben wir abgeleitet von der großen, von der P10. Die P10 ist auch ein 5-Chassis-Dapolito-Modell, die ist aber 1,40 groß und da haben wir gesagt, weil wir viele Anfragen hatten, wohnraumfreundlich, wir machen eine kleine, präsentieren die hier. Und haben die auch heute mal im Vergleich gespielt zu unserem aktiven Modell, der M4 Match Air. Das ist das kleine Modell, M4.2 Match Air. Die ist voll aktiv, wird wireless angesteuert und läuft hier mit dem Primare SC15 und macht auch eine ganz hervorragende Performance. Im Vergleich zu dem passiven und dem aktiven System haben wir sehr interessante Resonanzen bekommen und auch die kleine. Häufig ist es ja so, dass gerade wireless ein bisschen so von den High-Endern ein bisschen verpönt ist immer noch, aber wir führen sie ja langsam ran und aufgrund der eigenen Entwicklung auch haben wir die hervorragend abstimmen können und ist im Vergleich zur großen schon interessant, weil sie etwas offener spielt, aber auch die große natürlich dieses schöne Volumen mitbringen kann. Das heißt, wir bieten auf der einen Seite etwas, ja, ich sag mal, technisch orientierteren, auch etwas moderner denkenden HiFi-Liebhabern etwas, wo sie etwas weniger HiFi stehen haben, das sehr funktional ist, multikonnektiv und wo sie auch einfach dann mittels Wireless ohne Kabel dann auch hervorragend HiFi hören können. Das sind die beiden Kombinationen und diese P9, die wir haben, freut uns deshalb auch nochmal ganz besonders, weil sie Verstärker unkritisch ist, mit sehr viel Elektronik hervorragend harmoniert und auch ein sehr schönes, sehr präzises aufgrund der Polyteranordnung auch den Raum relativ wenig anregendes und nicht so stehende Wellen produzierendes Klangbild hat. Das heißt, auch in diesem relativ kleinen Raum von nur 16 Quadratmetern liefert sie eine sehr schöne Performance ab.
Mensch Carsten, jetzt bin ich überhaupt gar nicht zu Wort gekommen, aber das passiert mir selten, muss ich sagen. Oh, Entschuldigung, aber, wollten wir... Nee, alles gut, hast du gut gemacht. Also wir haben ja Fonar aktuell gar nicht im Sortiment, habe ich eben schon gesagt, aber wir sind ja nicht hier, um die Sachen zu zeigen, die ihr bei uns schon 100 Mal gesehen habt, sondern auch, was es noch drumherum gibt und auch natürlich, dass wir uns mit den anderen Sachen beschäftigen. Und wer weiß, vielleicht sieht die Welt da im nächsten Jahr ja auch schon wieder anders aus. Ich sehe, ihr spielt auch mit deutscher Elektronik, mit Trigon. Genau. Die machen ja auch einen sehr, sehr guten Eindruck, haben wir uns auch angeschaut. Vielleicht sehen wir den Raum nachher noch. Ist halt deutsches HiFi, eben waren wir bei englischem HiFi, etwas anderer Style an der Stelle, aber auf jeden Fall auch sehr ernst zu nehmen. Und wir kommen ja sogar aus dem gleichen Bundesland, beide richtig, aus Schleswig-Holstein. Genau. Wir sind ja förmlich Nachbarn. Und so mal sehen, vielleicht können wir eure Produkte ja demnächst auch mal bei uns im Laden etwas näher unter die Lupe nehmen. Also würde mich freuen, wenn wir da wieder in Kontakt treten. Wir haben auch eine sehr schöne Kabelmarke Wireworld, auch sehr schönes Vollsortiment, hochqualitativ im Kabelbereich und für alle Preisklassen und Ansprüche und auch Einsatzzwecke haben die was, die Jungs. Das ist auch sehr, sehr schön. Ja. Jetzt finden wir klasse, gucken wir, was wir daraus machen können, vielleicht in Zukunft. Und ja, ich meine, auch eins wird immer interessanter und attraktiver, das ist so ein bisschen aus dem Ort heraus, aus der Regionalsituation heraus kaufen und das ist etwas, was wir auch haben, weil wir auch eine regionale Verbindung haben. Schleswig-Holstein first. Genau, richtig. Mein Lieber, herzlichen Dank für deine Infos. Wir sehen uns. Bis dann. Ja, ciao. Mensch, hier, eben noch gehört an der Fonar, Trigon, Made in Germany HiFi. Tim, kennt ihr ja noch, der war bei uns schon mit MBL und Transmotor zu Gast. Tim, kurzer Werbebeitrag. Was spricht für Trigon? Für Trigon? Trigon steht für High-End Made in Germany. Super designte Elektronik zu einem super bezahlbaren Preis. Also jetzt auch nicht für umsonst, aber es ist wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis eine hervorragende Elektronik. Und Klangphilosophie eher so ein bisschen kräftiger oder eher filigran? Lautsprecher, was passt dazu? Also sehr filigran. Sehr schön auflösend, ohne dabei aggressiv zu werden, sehr ausgewogen, druckvoll, spielt super gut, zum Beispiel mit Audiophysik, mit Fonar, ist also wirklich vielseitig einsetzbar am Markt. Kann man nicht. Wie lange gibt es die Firma schon? Vor 1986. Genau, seit 96. Okay. Ist aus irgendwas entsprungen oder einfach ein Kaltstart? Nee, ich war 15 Jahre zuvor bei Restek Chefentwickler. Ah, der Restek. Und ich war auch Kassel. Ja. Restek ging ja damals in Konkurs und dann nach dem Konkurs habe ich mich dann selbstständig gemacht. Restek hat bei mir frühkindliche Schäden hinterlassen, die ja im positiven Sinne, das hat mich abhängig gemacht. Damals die großen Monoblöcke mit den VU-Metern. Wie sind die, Extent oder? Es gab drei. Es gab Extent, dann gab es Exponent und der kleine ist Extrakt. Okay, Hauptsache Ex. Ja, gut, dann. Okay, wir zwischen auch schon weiter. Ich knöpfe das Mikrofon jetzt wieder ab. Und dann sage ich ganz lieben Dank, ihr beiden. Gerne, gerne. Messe war cool, ne? Ja, die war super. Die war gut. Hier haben wir einmal Esoterik, ja auch zumindest High-End aus Japan. Ich sehe da Ascendo, da können wir noch mal kurz einen Blick drauf werfen. Da wollten wir ja gerne unser Kino zukünftig mit ausstatten, aber die haben auch normale HiFi-Lautsprecher. Kommt mal mit. Hier müssen wir natürlich einmal reinschauen, das ist 3H. Hier wird in erster Linie Melko und Lindorf gezeigt. AVM, da schauen wir noch mal kurz rein. Hier haben wir noch eine Neuheit, den CS30.3.
werden wir bestimmt auch noch bei uns genau unter die Lupe nehmen. Hi. Hi. Da müssen wir mal kurz reinschauen, was die Jungs von GP so machen. Ja. Ach, da brauche ich wieder exklusiven Zutritt mit Karte. Ja, es geht. Kev ist immer voll, der Raum hier. Hatten wir da eigentlich schon mal ein Video drüber gemacht, Hegel mit Kev passiv gegen LS60? Wäre ja eigentlich ganz interessant. Was meint ihr? Einfach mal in die Kommentare schreiben. Boah, ich höre Dire Straits, da zieht es mich immer ein bisschen hin, ne? Ich guck einmal kurz. Also für einen Prototyp klingt das ziemlich geil, muss ich sagen. AudioQuest, zwei liebgewonnene Marken. Was gibt's hier? Fitnessstudio. Da muss ich auch mal wieder hin. Ja, Treudelberg ist schon ein nettes Hotel, ne? Gehen wir zu ELAC. Da soll es noch eine Neuheit geben. Die wollte ich mir unbedingt angucken. Und zwar eine neue Kompakte aus der Vela-Serie. Da schauen wir doch mal. Oh, die sind mal richtig drauf gefahren bei ELAC. Mark Levinson. Und das sind die neuen ELAC 404. Thunderbird Zero als Lautsprecherkabel. Mann, muss ja auch zeigen, was man hat. Hi Stefan. Moin. Hi. Schön, dich hier zu treffen. Danke, dass Sie da sind. Stefan betreut uns mit ELAC und der ist dafür verantwortlich, dass bei uns das Sortiment einigermaßen stimmt. Und die Vela 404, die müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall haben. Ne? Die bekommt ihr. Ab März könnt ihr die kriegen. Kostet 1.599 Euro das Stück. Ist in drei Farben erhältlich: Schwarz, Nussbaum und Weißhochglanz. Da freue ich mich wirklich drauf. Also da wird es mit Sicherheit auch den einen oder anderen Vergleichstest wieder nach sich ziehen. Gibt ja im Moment so viel Neues. Wir haben ja die neue Platinum-Serie zum Beispiel reinbekommen und die anderen Bekannten von Bauhaus und Wilkinson, wie sie alle heißen, müssen wir natürlich auch mal im Vergleich hören. Was würdest du sagen? Ersetzt das eine Standbox? Ja, man kann damit mit einem Monitor wunderbar mittelgroßen Raum wirklich super bespielen. Also wir haben ja gehört, wie eindrucksvoll sich hier gerade aufgespielt hat. Dem Lied. Also, ja, ich habe den Subwoofer gesucht. Genau, aber man kann eine kleine Standbox damit ersetzen. Aber das Tieftonchassis ist größer als bei der 407, ne? Das, ja, genau. Es ist der gleiche Tieftöner wie in der 408, ja. Der Standbox, die er auch im Laden hat. Die liebe ich ja sowieso. Ja, ich bin sehr gespannt. Dann ziehen wir mal weiter. Super. Vielen Dank, mein Lieber. Wir sehen uns im Laden. Ne? Jo, bis dann. Ciao. Ciao. AudioQuest gibt sich jetzt auch nicht nur mit Kabeln zufrieden, sondern wir haben jetzt auch noch mal kurz eine Lautsprechermarke übernommen, muss man ja wohl sagen. Und sehr beeindruckend, ein recht kompakter Lautsprecher, da habe ich vorhin schon mal reingehört, der enorm groß aufspielt. Und Preisklasse ist um die 2000 Euro das Paar, also durchaus noch in erreichbaren Größen. Bei AudioQuest weiß man ja nie, die haben immer so von bis. Ich hole euch mal eben rein. Ja, zum Thema AudioQuest habe ich noch eine kleine Überraschung im Köcher. Ich habe ja vor einigen Wochen immer mal so ein Tutorial-Video eingestreut, zum Beispiel mit Lautsprecheranschlussmöglichkeiten oder Strom und so. Und wir haben jetzt
da wirklich Testsets vorbereitet, worüber wir dann noch ein Video veröffentlichen werden in den nächsten Wochen, wo ihr dann selber zu Hause die Kabel komfortabel testen könnt. Also bleibt gespannt und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keins von unseren Videos verpasst. Jetzt gehen wir zu Jannis. Ja, jetzt sind wir im Raum von der IAD, von dem ich vorhin schon berichtet hatte. Wir hatten, glaube ich, auch kurz reingeguckt. Ich übergebe jetzt hier den Staffelstab an Jannis. Er stellt euch die beiden Räume, wo wir als Händler vor Ort mit als Partner zugegen waren, noch einmal etwas genauer vor. Und ich verabschiede mich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, wenn ihr irgendwelche HiFi-Sachen kaufen wollt, fragt sie gerne bei uns an. Wir leben letztendlich natürlich vom Verkaufen. Wir sind auch auf Facebook und Instagram aktiv. Das wird hier gleich nochmal eingeblendet. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.